Willkommen zurück! Ja, wir wollen jetzt die Private Sailor holen, nicht wahr? Oh, das ist noch ganz schön früh. Ich bin noch nicht richtig munter. Kommt, jetzt. Ja, geil! Es gab ein Update. Gestern Abend, irgendwie, keine Ahnung, spät. Da habe ich mitgekriegt. Seht ihr das? Die Partikel, die jetzt hier fliegen. Wenn man schneller ist als 100 Meter die Sekunde, also wenn man schneller fliegt als 10 Meter die Sekunde, dann sieht man jetzt diese Partikel, die so ja, in einem entgegenfliegen. Dann einem vorbei, was an dem man vorbeizischt. Finde ich gut, finde ich gut. Ist ein schöner kleiner Aspekt, finde ich gut. Kann man machen. Und warum holen wir uns den Private Sailor? Weil der Solarzellen hat. Und wir Solarzellen brauchen. Für unsere Station. Ich will heute definitiv mal auch ein bisschen, ich habe eine kleine Folge machen erstmal. Und ja, also wir bauen jetzt definitiv mal noch die. Solarzellen an unserer Station. Dann sollte unsere Station schon mal ein bisschen Strom kriegen. Vielleicht können wir dann sogar schon, vielleicht sogar schon unseren Schwerkraftgenerator anwerfen. Da speichere ich aber vorher, weil ich habe mit Schwerkraftgeneratoren immer so meine Probleme. Bremsen. So. Wo ist der Eingang? Der müsste hier hinten sein eigentlich. Der hat auch schön. Private Sailor. Ja, da ist er doch der Eingang. Halt. Ja. Jetzt bauen wir schnell ab. Platz haben wir. Passt schon. Dann bauen wir gleich mal Solarpaneele rein. Was sagen? In unserer Station, dass die Strom kriegt. So. Cool. Jo. Nein. Ja, ärgert uns. Und ich auf den Fahren. Wo müssen wir hin? Da. Wow, da lässt sich der steuert schnell. Das ist gut. Voll Energiepower, voll Solarpower, ja. Ja, da ist wirklich eine Abwehrtürme dran, ne? Tempo, 20 Meter Sekunde. Oh, der beschleunigt übelst langsam. Okay, dafür bremst er schnell. Ich mach mal den Trägheitsdämpfer aus. Schneller. Musik. Ja, hier, jetzt geht es schon wieder los, dass diese Partikel uns so entgegenfliegen. Ich glaube, wenn man halt 10 Meter die Sekunde fliegt, ab dann geht's so langsam los, die Partikel. Es gibt noch mehr Neuerungen. Und zwar eine ziemlich coole Neuerung, die mir schon, die finde ich gut. Und zwar, obwohl es eigentlich Quatsch hier im Weltall ist, aber die ist nicht schlecht. Und zwar, hier, wenn man jetzt zum Beispiel einen großen Frachter baut, ja, mit ganz vielen großen Frachtcontainern also dran, und man hat die Frachtcontainer, man fliegt jetzt zum Beispiel, wenn man will mit dem starten. Ganz einfach, hoch und fliegt los. Kein Problem. Wenn man jetzt aber zum Beispiel die Frachtcontainer voll lädt, komplett voll, also richtig bis zum Anschlag alle voll, dann wird er viel schwerfälliger. Das heißt, er braucht viel mehr Energie, um überhaupt zu starten, sich von einer anderen Gravitation halt loszukommen, wie von der Station. Ja, das ist schon eigentlich ziemlich cool gemacht. Ist Quatsch, aber ich finde es ganz cool. Ich schau mal jetzt den Trägheitsdämpfer an. Ich will da nicht reinrasseln. Was war das? Ah, die Hinweise kann man eigentlich immer abschalten. Das haben wir gleich mal, wenn wir hier da sind. Die brauchen wir jetzt eigentlich nicht mehr. Das passt schon. Ich lasse die immer gern da für den Notfall, dass ich gleich weiß. Aber brauchen wir eigentlich nicht mehr. Das passt schon. Packen wir das mit da oben hin, würde ich sagen. Ne? Zu dem anderen. Wir sollen auseinandernehmen.
Jetzt haben wir echt viel zum Auseinandernehmen. Das war ganz cool. Ja, und die Solarsegel, jetzt sieht man ja von hier aus, sieht man das Solar auch ganz gut, wo das mal, wie das aussehen wird. Die können wir noch viel, viel weiter rausziehen dann. Wir holen uns noch viel mehr Solarsegel, würde ich sagen. Dass da richtig weit rausgeht, das fände ich richtig cool. So. Hui! Hallo. So. Vor allem hat der hier auch einen großen Frachtcontainer drin. Uah. Hier, ein großer Frachtcontainer mittendrin. Da steckt auch noch was Feines drin. Wissen Sie nicht. So. Ich stell mal den schnell auf. Moment. Uah. Nein. Den schalte ich erstmal ab. Nicht, dass er gleich Energie frisst, sobald mir da. Wahrscheinlich, ja, das weiß ich ja, das ist alles okay. Fällt weiter, nee, haben wir hier. Wir stellen erstmal so klein ein. Die Station ist ja jetzt nicht so riesig. Ungefähr Tiefe, können wir 20. Beschleunigung 1G, haut hin. So. Ja. Dann sagen, bauen wir mal die Solar fertig. Was brauchen die denn jetzt genau? Jetzt muss ich mal gucken. Herstellung, Solarzellen, Computer, Stahlplatten, ich kann mir das eh nicht merken. Ich nehme einfach von allem mal was mit. Motor brauchen sie keine, Anzeigen brauchen sie irgendwie. Okay. Ich nehme von allem einfach mal was mit. Warte mal, was können wir reinklatschen? Haben wir schon ein bisschen was jetzt? Okay. Dann nehmen wir mal die ganzen Solarzellen mit und klatschen die Solarzellen erstmal überall rein, würde ich sagen, ne? So. Solarzellen. Wie viel kann man da mitnehmen überhaupt von? Nicht viel. Das Solarzellen sind die schwerste, klatschen wir die erstmal überall rein, würde ich sagen, ne? Das war 64. Huh. Krasse Sache. So. Wo? Da. Ja, und die Krankenstation hier drinnen werden wir rausmachen. Da wird da vielleicht eine Kryokammer rein. Und da bauen wir uns vielleicht doch das Schiff hier. Das erweitern wir uns einfach. Ja, und dann können wir irgendwann mit dem Schiff, mit dem Sprungantrieb, in die Tiefen des Alls. Richtung Nebel. Da will ich hin. Immer weiter, immer weiter, immer weiter. Ah ne, hier waren wir fertig. Hier müssen die rein. Okay. Ich packe erstmal diese Solarzellen jetzt überall rein. Okay. Weil das ist das Schwerste. Da fliege ich erstmal jetzt hin und her. Wow, komm her, du. Auch die Waffen und das alles machen wir auch irgendwann mal noch alles an. Oh, schon das Lied vorher schöner. So, die haben wir drinnen. Ja, reicht auch noch nicht. Ja. Jetzt haben wir zwei Schiffe zum Auseinanderbauen. Ach, cool. Oh, das ist ein neuer Private Sailor. Nein, aus, aus. Das reizt mich total, das weiß ich. Finde ich cool. Ich muss sagen, was mir auffällt, wenn man jetzt so ein Schiff Körper und dann das auseinander nimmt und so sieht, was man halt kriegt, was da drinnen ist, so in den Frachträumen und alles, diese überraschende alles. Also ich persönlich finde das mega entspannend irgendwie. Ich weiß auch nicht. Mich entspannt das total, wenn ich dann so ein Schiff gekapert habe und ich kann das auseinandernehmen und gucke, oh, was kriege ich denn da? Was ist denn hier alles drinne? Ach, wie cool. Also, das, ich finde das toll. So ist es entspannend, muss ich sagen. Darum mache ich das wahrscheinlich auch so gerne. Dann wisst ihr auch, dass das öfters mal passieren wird, dass wir uns ein Schiff krallen. Uhu. So, das war's, ne? Jo, sehr schön. Das haben wir auch gleich voll. Ja. Das hier, das würde ich vielleicht sogar als dieses als so ein Gerüst lassen, oder? So hier mit drüben. Ich finde, das sieht ganz gut aus mit dem Gerüst so. Kann man vielleicht lassen, dann ist so ein paar Erzähler. Oh. Nein, aus. Naja, da können wir dann noch ein paar Solarzellen ranmachen. Wenn wir jetzt nochmal welche haben. Hier drüben nochmal zwei, ja. Ich denke, das passt schon. So, die sind voll. Na, hier ist fast voll.
Station machen wir noch farbig ein bisschen. Mal gucken, ich nehme jetzt bloß eine Folge mal auf, schnell. Weil es auch sehr zeitig ist. Ich kann hier aufhören, ich hab so übelst Lust zur Zeit hier drauf. Juhu! Die sind alle fertig. Sehr schön. Packen wir die erst nochmal rein. Den restlichen Solarzelle und nehmen uns das ganze andere Zeug mit. Und bringen erstmal ein bisschen Strom. Ich weiß gar nicht, ob man damit Strom überhaupt fließt, dass ich, ob ich da jetzt schon auch die Batterien brauche. Das weiß ich gar nicht. Anzeigen können. Weg. Oh Gott, ich hab's schon wieder vergessen, seht ihr. Das brauchen wir, glaube ich. Computerchips brauchen wir. Die brauchen. Ich nehme mal ein paar mit, ich weiß es nicht, ob wir die brauchen. Stahlträger? Ich weiß nicht mehr, was wir alles brauchen. Ich gucke mal jetzt. So. Metallgerüste. Haha. Okay. Packen wir die gleich alles überall rein hier. Dann holen wir so die Metallgerüste. Ach seht ihr, wartet mal kurz. Tunen. Spiel. Wo ist... Wir können das hier mit einzelnen Blöcken auch umstellen. Zeige Steuerungstipps. Zeige Tipps zur Drehung. So. Ja, gut. So, hier haben wir's. Ja, hier wollen wir noch was ranmachen. Zack. 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 Juhu. Gut, wo sind die Metallgerüste? Moment, weil wir ja schon mal hier sind. So. Ja, die machen wir fest. So. Sehr schön. So, ein bisschen Metallgerüste und dann passt das. Dann können wir unsere Station mit dem ersten Funken Energie versorgen. Uhu. So, jetzt geht's los. Ich weiß nicht, wie gesagt, ob wir noch die, ob ich da auch die Batterien dazu brauche unbedingt. Aber die Batterien können halt Energie speichern. Also werde ich definitiv dann auch. Oh, okay, dass man alle Tische da aufnehmen kann. Batterien werde ich definitiv noch ranpacken. Ja, ne, wo ich die, ob ich die vielleicht reinmache. Und Stroh. Ein grüner Punkt, na gut, hier ist gerade nicht. Wo ist die Sonne überhaupt? Wo ist die überhaupt? Sonne? Wo wird's eigentlich da? Ah, es will schräg, ne? Es geht direkt der Einfall. Und dann ist auch die Station ein bisschen im Wege. Zack. Oh ne, hier volle Punktzahl. Jetzt lädt erst auf. Ja, hier lädt es auf jetzt. Ja, also je mehr Grüne, umso höher ist der Energieproduktion. Also umso besser ist die Sonnenlichteinstrahlung. Ja, und die ist hier Bombe. Also wir haben eine echt gute Station. Eine echt gute Station. Von der Position auch her. Super. Wenn er jetzt rot ist, dann wäre überhaupt kein Sonnenlicht einfallen. Und ich denke, das wird halt passieren. Die werden rot werden, wenn die Sonne hinter den Asteroiden ist. Dann wird es hier kurz rot, dann wird die Station auf die Reserven in die Batterien zugreifen müssen. Oder wird halt mal, keine Ahnung wie lange, ein paar Minuten in Echtzeit dann nicht aktiv sein. Das kann schon passieren. Guckt mal, das hier drüben kriegt jetzt schon nicht volle Sonne. Ach doch, ich wollte schon sagen. Geht das auf voll oder ist das jetzt eins weniger, weil da Schatten dort ist? Na, nee, da geht eine höher. Weil da Schatten dort ist, ne? Das ist schon. Juhu! Oh, es klingelt. Einen Moment!